wie ist eigentlich, weil du es gerade erwähnt hast, diese Idee zu Young, Strong and Healthy entstanden? Ich weiß, da gibt es ein Musikvideo. Das hat bei uns ein Musiker, der Bandkopf, das war der Alex Rehak, der ist immer mir hinten aufgelaufen und hat gesagt, Opa, mein Spruch, was du, was sie, was ich tue. Ich kann alles in den Fingern, lass mich in Ruhe mit der Singer, hey, ich mach das nicht. Und das passt nicht zu mir und das will ich nicht. Und dann hat aber ja doch überredet, was wir die Mannschaft singen, jeder das. Ich sing nur eine Zeile und die anderen, die gut singen, singen mehr. So, wenn wir das können machen, bauen wir die Mannschaft ein. Haben wir ein Publikumszeit. Vielleicht interessiert sich jemand von der Musik auch für uns. Und dann war ich gesagt, da hat das Publikum einmal angesprochen. Und es war dann eigentlich hochinteressant. Die Platten hat publikumsmäßig und so fanmäßig sehr viel gebracht. War sehr gut. Das We Are Dynamite war dann auch noch so eine Auskopplung, oder? Das war so alles dann nichts mehr. Es war die erste, war ein Hit. Und alles andere war ein Traum von uns. Also sprich, Jan. Weil wir glaubt haben, bei der ersten hat die Platte, würde ich sagen, also damals, ich glaube, das war noch in Schilling, keine 3.000 Schilling kostet oder 5.000 Schilling, das ist 700 Mark, aber vielleicht für die Youngstown und Helden aus dem überall, wo wir hingekommen sind, ist da kein Glas, die Kette, was da, Studio umsonst, die Musik umsonst, die Musik umsonst, hallo, die Kette, kommt, 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 wir machen mit, wir machen. Okay. Und dann der Erfolg war bei der zweiten, haben wir alles bezahlen müssen, und dann sind wir mit der Platten hängen geblieben worden. Die ersten 5.000 oder 8.000 Druckten haben wir, glaube ich, 300 verkauft, neue anderen. Haben wir dann verschenkt oder weitergegeben, weil es keiner kauft soll. Das ist nicht Musik, war nicht in unserer Gegend. Aber das Youngstown und Helden geht heute noch ganz gut. Das war, das kann man sagen, ich glaube in Österreich sogar auf Platz 1, oder? Das ist, nein, wir haben es um, was weiß ich, um 200 oder 300 Platten nicht geschafft damals. Aber wie gesagt, wenn das einer gesagt hätte, weil bei uns eben keine Reklame dahinter war, hätte ich in jedem Turnier verkaufen können, hätte ich es vorher ausgekauft, hätte man die Goldene gehabt. Hundertprozentig, ja. Ja, aber das haben wir nicht gecheckt und unser Promotion.